Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen Sex or Suck Day. Fallout 4 hier mit der Maya Müller am Start und der freundlichen Piper, die hier irgendwo rumdümpelt, während ich hier, Öl, Schaltkreise und Zahnräder suche. Ja, sowas in der Art. Stahl, da haben wir Stahl. Öl. Ja, nehmen wir mit hier. Stahl, hier haben wir nochmal Säure, Plastik. Da hätten wir Schraube, aber wir brauchen ja Zahnräder. Zahnrad, ja. Gib mal hier so 10 Uhren mit, danke. Immer so verschiedene Sachen. Kleber, Plastik, Feder, Schraube. Plastik, Stahl, Plastik, Aluminium. Ja. Zahnrad. Feder, Kristall. Ja, nehmen wir ruhig mal mit. Haben wir davon auch mal ein bisschen was drüben. Haben wir so verschiedene Materialien noch mit dabei. Gummi. Boah. Schaltkreise, Schraube. Nehmen wir mal mit. Wow, gut, Stahl, Kork, Asbestkristall, Säure, Plastik, Leder, was war da? Plastik, Stahl, Gummi, Knochen, Öl, Stahl, Zahnräder, Glasfaseroptik, nehmen wir mal ruhig mal mit. Haben wir auch noch mal ein bisschen davon was dabei. Da haben wir Notrufsender. Da sind noch mal Schaltkreise drin. Ja, nehmen wir mit. Halt. Stopp. So. Glas, Nukleares, Aluminium, Knochen. Plastik. Da muss man echt gucken, was man auch. Da haben wir einen Recorder. Nehmen wir auch mal ruhig mit. Keramik. Könnte noch ein paar jetzt so Zahnräder gebrauchen. Da haben wir nochmal Schaltkreise direkt. So, danke. Oh, da sind immer mehrere drin sogar, Schaltkreise. Warte mal dann. Da sind wir schaltkreistechnisch aber da schon sehr gut dabei. So, jetzt brauchen wir noch Zahnräder. Hauptsächlich Zahnräder. Jo, wer den Zahnrad hat, die Wahlrad. Zahnräder. Ja, Silber, Feder, ja, nehmen wir mal alle mit, danke. Und das dürft's gewesen sein. Jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem neuen primären Stützpunkt. Der neue primäre Stützpunkt ist ja hier schon ein bisschen, wie gesagt, etwas mittlicher. Da gehen wir dann mal hin. Ja, da mal hin, danke sehr. Den wollen wir ja, wie gesagt, schön ausbauen. Und damit das passiert, ist das halt so, dass wir doch so einiges da jetzt hinbringen an Material, dort wieder weiter ausbauen. Wir müssen ja jetzt die Farm noch ausbauen, wir müssen das Essen ausbauen sozusagen mit der Farm. Wir müssen Betten aufbauen und vor allen Dingen auch Schutz, damit die Leute sich da auch etwas sicherer fühlen. Oh ja, gefällt mir jetzt schon. Gut. Dann gehen wir mal hier an die Werkstatt. Werkstatt. Da ist er. Gut, Werkstatt. Transferes. So, gesamten Schrotlagern. Und dann war, glaube ich, noch unter Hilfsmittel. Genau, die Hirnpilze. Die Karotte, der leuchtende Pilz, die Maisdinger, The Melon. Ich glaube, das war's dann auch schon. Ach doch, hier ist noch eine Blume. Ja, Mutabeeren. Gut. Wilder Mais, sehr schön. Und ich glaube, das war's auch schon wieder. Kommen wir immer noch auf die falsche Taste. Das wird sich nie ändern. Die Frage ist, ob ich die Werkstatt verschieben kann. Das war ja irgendwie noch so meine Hoffnung. Aber es sieht nicht so aus. Nee, es sieht nicht so aus. Das sieht so nicht aus. Okay, gut. Dann wollen wir mal die Betten bauen.
Dann gehen wir mal wieder hier rein und gehen wieder in den Baumodus. Gehen dann in die Betten rein, nehmen hier unser Standardgestell. Oh, das müssen wir hier schön justieren. So, das wird ja nicht so einfach. Nächstes Bett. Das wird hier, glaube ich. Naja, das können wir hier positionieren. Ja, es geht, es geht, es geht, es geht. Es geht, es geht, es geht. So, genau. Okay, so. Ja, du stehst da natürlich ganz toll im Wege. Es wäre toll, wenn du dich da mal wegbewegen würdest. Hallo, gehst du mal da weg? Hallo? Drück, drück, drück. Komm. Noch ein Stück. Hier noch ein bisschen weiter. Komm, weg hier. Komm. Es ist schön, dass du hier sehr viel Enthusiasmus an den neuen Bau legst, aber genau, so. Immer diese neugierigen Leute, wenn man was baut. Ah, dass sie mal so zugucken und so, das kennen. Ich werde gleich rasten hier, hä? Ja. So, 7 Leute haben wir. Wir haben 6 Betten. Das heißt, wir kommen gleich in den grünen Bereich. Okay, das schwebt jetzt ein bisschen, das Bett. Das ist blöd. Tab lagern. Betten. Okay. Ja, das kommt davon, wenn jemand im Wege steht, ja? Das. Ah ja. So, wie viel können wir denn noch aufbauen? Wir können noch ein paar aufbauen. Ich werde auch noch ein paar aufbauen. Bis zur nächsten Tür sozusagen. So, so. Und das letzte Bett. Dann haben wir 12 Betten. 7 Leute. Dann könnt ihr sich ganz bequem eins aussuchen. Das ist sehr schön. Ja, so ist das doch. Guckt euch das mal an. Ja. Ist jetzt nicht so, wo man sagen würde, ja, das ist das Allerbequemste. Aber es ist erstmal funktionell. Wenn man hier die Tür zumachen würde, dann wäre das sogar sehr wohnlich. Die machen überall schon die Türen auf. Ist ja Wahnsinn. Gut. Dann wollen wir mal den Schutz bauen. Den Schutz, den Schutz, den Schutz. Da haben wir den Schutz. Dann machen wir hier diese Gunnery hinbauen. Und da sehen wir ja, wir haben jetzt Material. Sehr schön. Gut, den Schutzbau ist so, dass das Ding hier immer jeweils vorne mit dran klebt. So, 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 so. Einer hier hin. Yes. Und einen da vorne. Produziert 5 Schutz. Ich weiß nicht, wie viel sie brauchen, damit sie sich geschützt fühlen. Das weiß ich jetzt ja nicht. Da ist er so ein bisschen geschützt hinter den Laub da sozusagen. Ja. Aha, Schutz fühlen sich jetzt geschützt. Dann brauche ich Essen. Essen haben wir 0. Essen 0 ist nicht so schön. Das heißt, wir gehen jetzt ins Essen rein. Ressourcen, 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 Energie. Hier, Ressourcen. Wasser haben wir. Sonstige Ressourcen. Wir gucken erstmal hier. Da haben wir einmal Flaschenkürbis. Da will er gar nicht hin. Da würde er hinwollen. Okay. Ist dann wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, hier einmal so hin. Dann haben wir da mal den Flaschenkürbis. Dann haben wir die Karotte. Versuchen das ein bisschen so ordentlich zu machen. Die Karotte. Dann haben wir Mais. Dann haben wir nochmal Mais. Den machen wir dann dahinter. Okay. Dann haben wir Melone. Den Melone drehen wir aber. So. Ja, was ist los? Da, okay. 2x Melonen. Jo, okay.
Schick, 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 schick. Gut, dann wollen wir mal jemanden sagen, dass er sich darum kümmern soll. Dann nehmen wir mal den hier. Hallöchen, Siedler. Einen schönen guten Tag. Du darfst dich hier um das Gemüsefeld kümmern. Okay. die Ressource ist jetzt zugewiesen. Das ist sehr schön. So, und du... Du darfst dich hier drum kümmern und du darfst dich darum kümmern. Genau. Häschel, Häschel, Häschel. So, ist auch zugewiesen. Super. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So läuft das. So läuft das. Da kümmern sich schon die ersten Leutchen darum. So, was haben wir denn noch für Ressourcen? Wir hatten ja noch was gehabt. Wir haben einmal eine Plünderstation. Und wir haben Brahmin Futtertrug. Das ist jetzt nicht so der Hammer. Aber die Plünderstation, die will ich auf jeden Fall bauen. Und die Plünderstation, die kommt natürlich auch hier in die Nähe ran. Das ist die Plünderstation. Nicht zu verwechseln mit der Playstation. Obwohl die Playstation, gerade die Vierer, die Benutzer ja auch eher ausplündert. Gut, das haben wir. So, dann nehmen wir die hier, den netten Herrn. Oder ist das eine Dame? Eine Dame, ja. So, die Dame darf auch was machen. Die darf plündern. Klar. Klar. Juhu. Gut. Die kümmert sich um die Plünderei. Was haben wir denn noch? Brahmis. Später vielleicht irgendwann mal. Läutet die Glocke und sehe so versammeln? Nee. Das ist eine Sirene. Weist sie dann in der Nähe nach Aktivieren auf Gefahr hin? Schnellreiseziel. Ja, das Schnellreiseziel. Das werden wir jetzt repositionieren. Ich möchte in der Schnellreise immer hier schön in der Mitte ankommen oder wollen wir hier ankommen? Hier am Tresen. Ich glaube, so am Tresen ist cool, wenn wir hier so ankommen. Hier am Tresen, da darf's gewesen. Sehr schön. Gut. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich muss irgendwas haben, womit ich die Moral noch hochkriege. Womit kriegen wir die Moral hoch? Mit Dekorationen oder was? Oder Möbel? Wir könnten ja mal gucken, ob ich da die Moral hochkriege. Steht da irgendwas mit Moral oder so? Ich das wüsste, wie ich die Moral hochkriege. Wir haben Leute, Wasser, Energie, Schutz, Betten. Moral ist immer noch auf 1. Stoff wird langsam knapp. Das Möbel, Behälter, Regale, Tische, Möbel, Sonstiges. Eine Badewanne, ein Fernseher benötigt Strom. Wollen wir den Leuten einen Fernseher hinstellen? Wackelpuppen, Ständer. Ach, da könnte ich die Wackelpuppen dann aufstellen. Joa. Was haben wir denn noch? Dekoration. Sonstige Dekoration. Was haben wir denn hier? Eine Hundehütte? Hundehütte! Das sieht cool aus. Hundehütte. Was haben wir hier? So ein Mülleimer. Raketenoptik. Nuka-Cola. Naja, eher nicht. Radios werde ich bestimmt nicht bauen. Ich bin ja manchmal bekloppt, aber so bekloppt bin ich auch nicht. Was haben wir hier? Schild bauen. Aha. Aha. Eine Jukebox. Wandschmuck. Brahmi-Schädel.
Maulwurfsratten? Ach, da habe ich so verschiedene Trophäen dann. Das ist ja fast cool. Das ist ja fast irre cool. Was haben wir da? Oh, genau. Wir sind jetzt ein richtiger YouTube-Kanal. Wir haben hier Katzenbilder. Wollen wir die außen anbringen oder innen? Innen macht mehr Sinn, war ja. Hui, dann haben wir hier Katzenbilder. Oha. Aber die Positionierung gestaltet sich. Ja, geht so. Okay, warte mal. So. Oh, Katzenbilder. Was haben wir denn noch? Haben wir noch was mit Katzen? Warte mal, jetzt muss ich mal durchgehen. Warte mal. Das, nee, 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 nee. Da ist noch mehr Katzenbilder. Jetzt sind wir so ein richtiger YouTube-Kanal hier. Ne? Das. So, nochmal ein Katzenbild. Machen wir noch ein Katzenbild. Das ist ein Reh. Hirsch, Hirsch, Hirsch. Das ist kein Reh. Nein, nein, nein. Auch nein. Oh, ist auch keine Katze. Das ist ein Hund. Nö. Noch eine Katze. Hey, noch eine Katze. Oh, ist das ein großes Ding. Nee, der ist zu groß für hier. Warte mal, da müssen wir mal anders hin machen. Hier machen wir hier hin. Genau, da kommt nochmal hier ein Katzenbild hin. Yeah! Katze! Cool. So, was haben wir denn noch? Oh Gott, das ist immer so plötzlich schwierig zu gucken. So ein Schiff aus. Leuchtturm, okay. Was haben wir denn noch hier? Wandschmuck als Zeichen. Zeichen. Zeichen, Zeichen. Achso, dann wollen wir mal. Gucken wir uns das mal an. No smoking. Genau, hier wird nicht geraucht. Das machen wir hier mal außen ran. Hier wird nicht geraucht. Please, no smoking. Das wird ein Luzi nicht gefallen. Aber das ist nicht mein Problem. Was haben wir da? Electrical. Electrical, electrical, electrical. Electrical Power Source. Genau, so. Halt. Oh, Mann. Das Ding. So, electrical. Was haben wir noch? Tools. Für Mädels. Notiz. Für Männer. Restrooms. Genau. Schwupp. Passt. Plumbering. Was haben wir da? Restrict Area. Emplacement only. Notates. Okay. Was haben wir denn noch hier? Aha. Einmal ein Basketballkorb zum Spielen. Was war das für ein Geräusch? Ach so, die Knochen hier. Es ist aber nicht PC hier. Können wir ja mal sowas hier anbringen. Dann könnten wir ja so ein bisschen Sport machen. Oder? Nö, es ist irgendwie Blödsinn eigentlich. Und dann haben wir eine SO-Tronik. Ach so, ein Automaten für Essen ziehen. Ja, okay, das war die Dekoration für die Wände. Dekoration Bodenbelege. Stoff und Gummi. Fußmatte, Stoff, Gummi, Stoff, Gummi, Stoff, 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 Teppich. Ja, wenn wir mal wieder genug Stoff wirklich haben, dann können wir darüber mal nachdenken. Sonstige Dekorationen. Sollen wir mal schauen. Also eh eine Hundehütte will ich auf jeden Fall haben, weil einfach cool ist. Die machen wir dann hier vorne hin. Das ist so cool. Das ist. Bäm, das sieht einfach geil aus. Es ist einfach so. Gut, was haben wir denn noch? Kinderbett, nein. Ein Milchautomat. Nee. Eine Mülleimer. Ja, den kann man hier auch so vorne mal montieren hier. Sieht ein bisschen nett aus. So, ja. Es wird hier so neblig. Guckt euch das mal an. Mann, Mann, Mann. So, Radius, nein. Das ist diese große Anzeigetafel. Moral ist immer noch auf 1. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die Moral jetzt so auf gut Geschwindigkeit hochkriege. Ich weiß es nicht.
Energie. Energiestecker und Schalter. Aha. Licht. Energie sonstiges. Was haben wir denn? Rekrutierungsstrahl? Ein Terminal. Keine Ahnung, wofür das gut sein soll. Ein Leuchtkasten. Aktiver Lautsprecher. Weiß nicht. Aktiver Lautsprecher. Terminal. Rekrutierungsleitstrahl. Ja, den haben wir ja schon, Rekrutierungsleitstrahl. Ist ja da. Benötigt 1. Leute 7. Warte mal. 1, 2, 3. 3 Leute habe ich zugewiesen. 4 Leute habe ich zugewiesen. Theoretischerweise sind da noch ein paar Leute über. Aber Essen ist immer noch 0. Warum ist eigentlich noch Essen 0? Ich werde mal schlafen. Wir werden mal schlafen und gucken mal, ob hier was passiert. Ewig schlafen. Ja, wir gehen hier mal. Wir schlafen mal richtig. 12, na, 8 Stunden schlafen wir mal. Also so ein normaler Schlaf. Den schlafen wir mal durch. Dann gucken wir mal, ob sich was tut. So. Bettgeflüster. So, jetzt wird es langsam dunkel. Da sieht man's. Ha? Hallöchen. Nee, so wollte ich das jetzt nicht. Die Taste V wollte ich. Essen. Moral immer noch 1. Wie sie ja mal dürfen. Verwerten. Kabel anbringen. Ist ja Kabel dran. Ja, es ist Strom 1. Ja. Produziert Strömling. Läuft. Der macht auch Wasser, der funktioniert auch. Siedler. Wir befehligen mal die Siedler. So, Tab, hallo. Du machst mal hier einfach mit hier. Du kümmerst dich mal um den. Ach so, warte mal. Benötigt, der ist rot. Warum ist der rot? Da ist Ditte, da ist Ditte, da ist Ditte, da ist Ditte und da ist Ditte. Ewig zuweisen. Aha, jetzt ist der grün. Nee, Quatsch. Platziert. So, jetzt ist der grün. Der ist grün und grün. Okay, jetzt ist es grün. Ach, jetzt ist Essen 3 gleich. Moral ist 17. Das ist ja super, dass die Moral gleich gestiegen ist. Oder ich stell dir noch mal ein bisschen mehr dahin. Warte mal, ich könnte dir noch was dahin packen. Warte mal. Muss ich hier raus? Gehen wir mal in Ressourcen, gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn da? Melone, nein, 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 nein. Wir hätten hier noch mal Mais. Könnten wir ja noch mal setzen. Mais. Dann haben wir noch mal Melon. Melon, Melon, Melon. Ne? Genau, einmal nochmal Melon. Wir machen hier mal ein schönes, großes Melonfeld hier. So. Das war eine Melon. Das war's, glaube ich, wa? Mehr haben wir nicht hier. Nö, mehr haben wir nicht. Essen 5. Sind die versorgt durch den? Ja, sind sie. 0,5 produziert. Aha. 0,5. Ja, okay. Gut, das funktioniert. Was war das für ein Geräusch gerade? Wieder eine Leiche, wo ich rüber. Ja. Die nerven, die Leichen. Die müsste man doch irgendwie wegkriegen hier. Warte mal. Verlassen wir mal. Kriegen wir die ja nicht irgendwie weg, die Leichen? Kann doch nicht wahr sein, ja, die Leichen, ja? Gut, wir bauen mal noch weitere Dinge. Ich will mal gucken, ob ich noch mal eine neue Werkstatt bauen kann, die dafür wegmache, dass ich wirklich alles hier habe.
Also es geht mir wirklich darum, dass ich alles da habe. Ja? Darum geht's mir jetzt. Also, falsche Taste natürlich wieder mal. Nochmal falsche Taste. Also in falsche Taste bin ich großer Meister. Gut, Läden, Herstellung. Kochherd, Kochstation. Aha, zum Kochen fehlt mir wirklich der Skill. Hier dieses kleine Teil, was ich da vorne habe, das, wenn ich einen neuen davon bauen wollen würde, Labor, Powerrüstung, Waffen, kann ich alles hier nicht bauen. Seht ihr das Problem? Ja, ich sehe es auch. Das heißt, dafür muss ich mir noch Skills reinholen. Aber ganz gewaltig. Ja, ganz gewaltig. So, dann mache ich was anderes noch. Ich möchte noch mal ein bisschen Verteidigung aufbauen. Und zwar die hier. Davon kann ich jetzt noch vier aufbauen. Das heißt, ich baue eine auf der Seite hier auf. Das machen wir dann aber wieder in klassischer Konfiguration. Das heißt, wir nehmen einmal so ein Teil hier. Den machen wir dann einmal hier. Das gleiche machen wir dann auch nochmal hier. Ihr versteht das System dahinter. Können wir direkt hier auf diesen Steinding bauen. Sieht's cool aus. Let's. Ja, okay, komm, ausrichten. So, okay. Dann können wir da raus. Nehmen uns mal den Geschützturm. Drehen den ganzen Geschützturm. Danke sehr. Und der kommt dann natürlich wieder hier gleich vorne an. Danke. Und dann auf der anderen Seite auch. Sehr schön. Na, komm. Ach komm, ey Baby, hier. Oh, das kann nicht wahr sein. So, der kommt dahin. Danke sehr. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Das heißt, jetzt kann ich noch zwei aufbauen. Das ist sehr gut. Dann passt das ganz genau gut hin. Das heißt, wir gehen nochmal hier in die Wachposten rein. Werden einen hier hinbauen. So leicht schräglich. Das heißt, einmal so hin. Ja, so passt er. Und auf der anderen Seite auch nochmal so leicht schräglich. Obwohl, bin ich hier keiner gerade. Und zwar hier genau. So. Halt. Weil da ist ja der schon. Und dann macht der hier nochmal. Ja? Er versteht schon das System dahinter. Gut. Dann kommen die Babys hier. Hallo, kleine Portalgun. Ist da wer? Ja, ich. So. Da kommt einer hin. Und da hinten kommt noch einer hin. Hallo? Wirst du nicht angezeigt? Hallo? Was ist los? Oder ich kann nicht noch mehr bauen oder was? Weil erstmal nicht mehr geht oder was? Die Ressourcen sind da. Okay, dann geht das nicht. Dann ist das so, wie es ist. So, ich muss mal schauen, ob hier noch eine Person rumläuft. Läuft denn hier noch eine unbedachte Person herum, die eigentlich keine Aufgabe hat? So, hier ist jetzt alles versorgt, genau. Das läuft. Okay. Gut. Da ist die Portal Gun, da sind die Portal Gun, nur eine Seite fehlt halt die Portal Gun. Da hätte ich dann doch schon Personalien. Aha. Das heißt, wir nehmen mal
diese Personalien und setzen die da mal rein. Ich hoffe, dass es jetzt nicht die Gemüsepersonalie ist. So, ist zugewiesen. Jetzt gucken wir nochmal nach, ob das jetzt hier noch grün ist. Ja, ist es. Gut, damit ist sozusagen der erste Bau abgeschlossen. Jetzt werden wir nochmal schlafen. Aber erst morgen wieder. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. In dem Sinne wünsche ich euch alle, ja, einen recht schönen Tag. Bleibt soweit artig und ja, träumt zum Beispiel vom Meier Müller, also. Oder von Piper, ja? Oder so. Ja? Also, ciao, ciao und bye, bye.